muss sagen, Traumberuf für die, die wirklich etwas schaffen, etwas zusammenbringen. Aber trotzdem sind da sehr viele Schwierigkeiten zu überwinden. Man darf sich halt nicht enttäuschen lassen, wenn manches misslingt und manches nicht so gelingt, wie man es sich ursprünglich vorgestellt hat. Aber wenn man dabei bleibt und durchhält, ist das wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, für mich ist es absoluter Traumberuf. Ich konnte mir nichts anderes vorstellen. Ich bereue keine Sekunde, wo ich mich entschieden habe, dass ich das mache. Sicher gibt es Durststrecken, vor allem am Anfang und so weiter. Man stellt sich immer mehr vor, da will schon viel weiter sein, wenn man es jetzt wirklich professionell und beruflich betreiben will. Aber da heißt es wirklich durchhalten. Gott sei Dank ist mir das gelungen und ich weiß halt nichts anderes, was ich machen soll. Ja, also bei mir, also das Leben lang kannst du auch nicht sagen. Es war früher immer ein Hobby, das sich aber erst bei mir, ich habe die HTL gemacht in Kapfenberg und erst nach der HTL hat sich das irgendwie ausgestellt, dass ich irgendwo in einen Kreativberuf einsteigen möchte und nicht der Techniker jetzt da bin. Das war mir dann relativ bald einmal klar. Ich habe die Schule trotzdem beendet und irgendwann habe ich zur Kamera gegriffen. Und habe gemerkt, das ist einfach saugeil, das taugt mir einfach und dann bin ich nicht mehr losgekommen. Macht es Ihnen Spaß, Filme zu drehen und zu schneiden? Ja, hat mir an und für sich immer Spaß gemacht. Wie lange dauert es, einen fertigen Film in den Händen zu halten? Das Schneiden des Materials, das ist oft die größte Hürde. Manchmal. Es kann in einer Woche kann ein kurzer Film für TV Mürz zum Beispiel fertig werden. Manchmal müssen diejenigen, die einen Film von uns erwarten, monatelang warten, bis wir dazukommen. Ja, wir haben gerade jetzt fast jeden Tag eine Reportage. Wir werden eingeladen zu verschiedenen Feiern oder dass wir dort eine Reportage machen oder Interviews oder Persönlichkeiten vorstellen. Das ist alles ehrenamtlich. Deswegen wird wahrscheinlich auch die Auftragslage immer besser und sehr gut sein. Die Auftragslage ist weiterhin zurzeit okay und es sind nur Jobs, Gott sei Dank, da, ja. Das passiert uns ja wirklich so. Wenn wir zu zweit unterwegs sind, gibt es ja einen oder anderen Grinser oder ja, sogar, wir werden sogar angesprochen auf das, ja.